vor den Partien gegen den VC Neuwied legen sich beim SC Potsdam alle Spielerinnen noch einmal kräftig ins Zeug. Das Team aus der Landeshauptstadt Brandenburgs ist gegen das Tabellenschlusslicht aus Rheinland-Pfalz klar in der Favoritenrolle. Und wenn die Volleyballerinnen von Chefcoach Guillermo Naranjo Hernandez konzentriert in die beiden Partien gehen, ergibt sich daraus sicher auch die Möglichkeit, das eine oder andere Nachwuchstalent einzusetzen. Das gilt auch für die erst 21-jährige Nathalie Wilczek. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall Spielzeiten bekomme. Mittelblockerin Wilczek spielt auf einer Position, die beim SC Potsdam sehr gut besetzt ist. Wie beurteilt die junge Spielerin die Konkurrenzsituation? Es ist mehr und mehr Ansporn allgemein, weil man kann sich halt viel messen und man weiß auch, woran die anderen besser sind und woran man selbst noch arbeiten muss. Und wie lautet das Ziel gegen Neuwied? Auf jeden Fall so schnell wie möglich mit 6 Punkten rauszugehen aus beiden Spielen. Wir drücken die Daumen, dass dies gelingt.